Rockstars, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Speakers and Leaders. Und heute habe ich eine sehr faszinierende Frau heute bei mir in meinem Podcast, beziehungsweise im YouTube-Kanal, denn sie ist Coach und Trainerin, Supporterin für Businesswomen, ja. Stärkt Frauen, um in ihre Leichtigkeit zu kommen mit Familie, Job und für sich selbst. Also sie schafft so diese, ich will nicht sagen Spagat, sondern diese Verschmelzung zwischen Beruf, Selbstständigkeit und Familie. Also sie hilft dabei. Sie selber ist selbst Mama von zwei Kindern und aus dem Herzen raus Vertrieblerin, aber vor allem Coach und Trainerin. Lebt selber im Raum Heilbronn und dafür steht sie, dass Frauen alles erreichen können, was sie möchten. Und das im Einklang mit Familie, Job und sich selbst. Frauen müssen sich nicht zwischen Job und Familie entscheiden. Sie will on top die Grundvoraussetzungen verbessern in Unternehmen, dass dies wirklich einfacher ist und vor allem auch in Zukunft einfacher wird. Sie ist multilizenziert, vor allem hat sie mehrere Ausbildungen gemacht bei Dale Carnegie. Der eine oder andere kennt diesen großartigen Menschen und macht selbst konzipiert Workshops, steht für das Thema Always Multitasking, Ausrufezeichen, Fragezeichen, war auch ganz geil, ja, oder immer perfekt sein, Fragezeichen. Ich bin mega, mega happy, dass sie heute bei uns ist, weil es ist einer von diesen, von diesen Schatztruhen, ja, die machst du auf und da ist so viel wertvolles Zeug drinne, was du alles gar nicht wirklich vorlesen kannst, weil die Zeit einfach nicht dafür reicht. Und deswegen freue ich mich mega, dass du der Einladung gefolgt bist heute und dass du uns mal mitnimmst in deine Welt. Ich hoffe, ich spreche jetzt echt deinen Nachnamen richtig. Und ich sage einfach herzlich willkommen, Silvi oder beziehungsweise Silvia. Ja? Alles andere seht ihr dann unten in den Shownotes, weil ich glaube, ich habe bis jetzt noch kein einziges Mal deinen Namen richtig ausgesprochen. Ach, was? Der Serevic. Der Wiesewitsch. Siehst du, ich hab's gehört. Der Wiesewitsch. So, herzlich willkommen. Danke dir, Lori. Danke dir. Also, man fragt sich ja immer, wenn du so vormoderierst, spricht er jetzt wirklich von mir? Ja, also, ja, ganz komisches zu hören. Wobei, eine Sache hat mir echt gefällt in der Moderation. Ich weiß ja, dass du über die letzten Jahre wirklich hunderte von Frauen begleiten durftest, jetzt nicht nur um erfolgreiches Business auf die Beine zu stellen, sondern du hast gerade so ein ganzheitliches Konzept ja auch, ne? Also Thema Gesundheit und ist ja alles mit drin, ne? Meine Basis kommt halt eben durch meinen Vorjob, wo ich einfach Selbstständige begleitet habe, wo ich noch angestellt war und da war halt die Basis Ernährung, ja? Und dadurch, ich meine, ich hatte selber das Thema, ja, also ich war selber stark übergewichtig und ich weiß, wie wichtig das ist, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt. Und da geht es überhaupt gar nicht darum, irgendeinem Idealbild zu entsprechen, sondern den Unterschied zu erfahren, wie leistungsfähig und wie viel Energie man eigentlich hat, wenn man auf sich achtet. Ja. Also ich habe ja auch irgendwann mal, jetzt hast du ja auch gepostet, dass du gerade auch so ein bisschen auf dich selber, ne, und ich weiß nicht, ob du auch die Erfahrung gemacht hast, wenn man da ein bisschen Zeit für sich selber reserviert, wie viel Energie das wieder bringt. Und das ist natürlich in dem Thema Mama, die von außen gesehen und manchmal auch selber gefühlt nie Zeit hat, auch für sich selber, so wichtig, dass man wieder Energie irgendwo sich selber wieder gibt. Ja, ich sehe das ja. Also ich sah das ja eine Zeit lang auch bei Sarah zum Beispiel, ne, dass die ja wirklich, ich nenne es mal, wie es ist, funktioniert hat. Ne? Also hat natürlich, ich meine, das ist ja bei euch, Mami ist ja da so, ihr versucht ja wirklich alles, damit es im Umfeld gut geht. Ne? Mhm. Und ich sehe es aber auch, oder ich habe es auch gesehen bei meiner Mom, ja. Also die hat ja auch wirklich für uns vier Jungs, ich sag mal, alles stehen und liegen lassen, um zu gucken, dass es uns richtig gut geht, ja. Ja. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, wie kommt die Sil auf den Gedanken zu sagen, hey, ich unterstütze jetzt Frauen dabei, dass sie einmal diese Verschmelzung hinbekommen, vor allem aber auch, dass ein erfolgreiches und gesundes, ich nenne es einfach mal so, erfolgreiches und gesundes Business auf die Beine stellen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwann mit, keine Ahnung, 5 Jahren aufgewacht bist morgens, bevor irgendwie der Kakao fertig war oder der Tellerbrot, ja, und gesagt hast, so, ja, ich werde irgendwann mal Trainerin und helft Frauen dabei, dass ein erfolgreiches Business mit Familie vereinen können. Also warum tust du das, was du heute tust?
Ja, dahinter steckt natürlich selber meine eigene Geschichte. Ja, also wenn ich das so Revue passieren lasse, steckt so ein Begriff, der gerne negativ besetzt wird, Kampf dahinter. Also ich bin groß geworden in einer fünfköpfigen Familie, also mit zwei älteren Geschwistern, Brüdern noch dazu. Und ja, da habe ich gefühlt immer den Kampf gehabt, gesehen zu werden. Ja, also so fing das an und auch irgendwie dementsprechend, ich habe nicht einem Idealbild entsprochen, eben auch körperlich und dementsprechend, ich war immer so die kleine Maus und auch in meinem Größeren, also wenn du dann jugendlich wirst, also ich war immer diejenige, die Freundin, die man fragt und die zuhört. Ja. Ich war immer nie richtig selber gesehen und habe aber auch darunter gelitten. Ja, immer stumm und stotternd vor der Schule, also vor der Schulklasse. Und irgendwann mal kam einfach auch mal der Punkt, da habe ich halt für mich selber gekämpft. Ja, und das ging dann halt über Berufsleben. Und wenn wir zu dem Thema Mutter kommen, geht es ja auch weiter. Ne? Also dieses in den Job sich zu verlieren, dann hat man eine neue Aufgabe, wie du auch so schön sagst, man versucht alles zu erfüllen und irgendwie, sagt man ja immer, liegt es in den Genen, ne? Dieses Mama sein, dieses Kümmern und dieses perfektionistische Bild. Ja, oder auch das, was von der Gesellschaft einen aufinstruiert wird, wie das zu sein hat. Manchmal auch sehr alte Rollenbilder und irgendwie hat man gute Vorsätze, auch in der Partnerschaft, wenn man sich dann zusammenschließt und sagt, ja, man will eine Familie gründen und man stützt sich gegenseitig, aber irgendwie war das auch bei mir, bin ich in die Rolle wieder gefallen. Ne? Also du machst doch alles selber und bevor du redest und dann kommen die Komplikationen, ja, wo du dann am Punkt stehst, sagen wir mal ganz ehrlich, Trennung. Ja, wo ein Partner dann auch sagt, so funktioniert es nicht, oder du auch selber sagst, also für was sind wir eigentlich eine Familie? Ich wuchs irgendwie alles selber, ja. Aber das ist ja immer ein Kreislauf und das ist auch bei mir immer wieder hochgepoppt. Und bei mir ist es richtig klar geworden, auch dass ich mich verändern muss und will. Da saß ich in einem Seminar und da ging es um dieses ganz Einheitliche. Wo stehst du eigentlich? Was willst du vom Leben? Und dann war ich echt geschockt, weil ich festgestellt habe, dass ich alles dafür tue, um zu funktionieren, aber mich meilenweit von dem entferne, was ich für mein Leben möchte und was mein Mann und ich eigentlich von dem Leben wollte. Und da war ich erstmal wie in einer Schockstarre. Und gleichzeitig ja von dem allem, was vorher war, so gelähmt und fertig. Ja, du gehst ins Bett, stehst am nächsten Morgen auf und bist noch voll abgefüllt vom Vortag. Ja, und dann lass bloß nichts Unvorgesehenes passieren, weil dann bist du am Explodieren oder am Umfallen oder whatever. Ja. Also du bist so gefühlt immer am äußersten Limit und du fragst dich manchmal, für was? Und wie komme ich da raus? Und was will ich eigentlich? Und wir nehmen uns viel zu wenig Zeit, um einfach zu reflektieren, weil wir funktionieren. Und die Herausforderung ist, also ich sage jetzt auch nicht, dass ich da perfekt geworden bin. Also wir haben bei uns in der Familie einfach, ja, jedes Mal, wenn eine neue Herausforderung kommt. Ja, also du weißt, wir haben ein Kind verloren, das ist eine Herausforderung. Dann kam das erste Kind, dann wieder in den Job voll einzusteigen, voll beruflich. Das gibt neue Herausforderungen und du lernst immer wieder von vorne. Ja, und du lernst immer dazu und wenn du dann einfach auch offen bist und auch danach Tools eben auch suchst, wo du sagst, wie komme ich dahin und will meine, dass ich meine Träume nicht irgendwann mal vergesse. Und ich bin jetzt echt an dem Punkt, wo ich dann auch sage, warum tue ich das, was ich tue? Ich möchte den Frauen ersparen, den langen Weg, den ich gegangen bin, dass sie schneller dahin kommen, wo sie möchten. Und das einfach unterstützen, weil da waren viele Tränen, viele Verzweiflungen wo ich wusste, ich muss was verändern, aber was jetzt und wie fange ich es an und wie bleibe ich auch dran? Weil wir neigen ja immer gern, ha, nächste Woche und dann mache ich das und dann mache ich das. Und das ist wie so ein Rucksack, den du immer weiter befüllst. Und das ist so auch so mein Spruch.
Den Spruch kennen die meisten. Eine Frau trägt ihr halbes Leben in der Handtasche. Mhm. Das ist schon so ein Stück, also die Basis von meinem Konzept, wo ich sage, das ist Handbag. Ja? Also ich schütte mit den Frauen die Handtasche aus. Wir gucken, ist das noch, was ist da drin? Also ihr Leben, was für Dinge sind da drin? Wie voll machen wir die Handtasche? Will ich das überhaupt? Mhm. Und dann sortieren wir neu. Vielleicht kommen neue dazu, andere werden rausgeschmissen, um da einfach Stück für Stück eben die Handtasche zu haben, sodass es sich gut anfühlt. Cool. Und mit Sicherheit bin ich da noch nicht perfekt, ja. Also, und ich glaube, das ist auch ein Thema, man muss bereit sein, dazu zu lernen. Werden wir das denn irgendwann mal perfekt? Was meinst du? Nein, also ich denke, die Frage ist, wie interpretierst du oder was ist für dich perfekt? Ich glaube, Perfektionismus ist der Tod. Hm. Ja, also, und das ist die hohe Kunst heutzutage. Einfach einzugestehen, so wie ich bin, bin ich okay. Hm. Ja, und nach mir zu gucken, weil wenn ich erstmal für mich zufrieden bin, da gibt es ja, glaube ich, auch so ein Buch, du kannst heiraten, wenn du willst, wenn du erstmal für dich selber einfach dein Standing hast, ne? Wo können wir jetzt drüber diskutieren und streiten? Aber da steckt schon viel Wahres dran. Also es gab wirklich Zeiten, da war ich völlig unzufrieden. Du kannst halt keine Beziehung führen, wenn du ständig mit dir selber im Kampf bist. Hm. Und weil du... Ja. Ja, bitte. Weil du? Ja, weil du dann ständig dabei bist bei deinem Partner. Dabei musst du erstmal selber anfangen. Ja, verlange nichts von deinem Partner, was du selber überhaupt nicht gibst. Ich glaube, das ist eine geile Brücke, die du gerade schlägst, eben dieses Anfangen. Jetzt stelle ich mir vor, weil ich meine, ja, ich bin bei dir. Ich glaube, es läuft alles so super, solange alles, ich sag mal, also dieses 24 Stunden, 7 Tage die Woche, weißt du, dieses Funktionieren, funktioniert ja so lange, solange alles noch im Rahmen ist, nenne ich es mal. Aber wenn irgendwas kommt, was du nicht auf dem Radar hast, ja, ein Schicksalsschlag, whatever, dann bricht halt dieses gesamte Konstrukt eben komplett auseinander. Ja, oder es gibt einfach halt, in meinem Leben. Ja, also es gibt auch, es gibt auch Tage, ich sag jetzt mal, wo du halt wirklich dieses gesamte Konstrukt dann wieder echt so Steinchen für Steinchen für Steinchen wieder irgendwie versuchen musst aufzubauen, ja. Und bei mir stellt sich natürlich jetzt die Frage, und ich denke mal, jeder, der jetzt gerade zuschaut, auch sowohl auch die Männer, die hier zugucken, die haben ja alle irgendwie, ich sag mal, so aus der eigenen Brille ja dieses Funktionieren. Ne? Also die eine ist Mama und versucht da irgendwie alles zusammenzubekommen, der andere ist Papa und versucht irgendwie alles zusammenzubekommen. Ja? Die Frage, die sich mir stellt, ist, ich meine, du kommst ja aus diesem Raum, also du kommst ja aus dieser... All die Erfahrungen, die du ja gesammelt hast, die du ja erwähnt hast, ne? Wie hast du es geschafft, dann eben von, ich sage jetzt mal, von der alten Sil zur neuen Sil? Was hast du genau gemacht? Also was ist das, wo du jetzt sagen würdest, hey, das sind so, ich nenne es jetzt einfach mal, keine Ahnung, 3 Schlüssel, 4 Wege, 10 Geheimnisse, whatever. Aber was war so die, wenn ich sage, kannst du mir eine Anleitung geben? Oder worauf dürfen, ja doch, kannst du mir eine Anleitung geben, zu sagen, schau mal, Lori, wärst du jetzt eine Loredana? Oder Conchita Wurst? Oder Conchita Wurst? Dann würde ich dir Folgendes empfehlen. Also, was hast du gemacht, um dahin zu kommen, wo du heute bist? Wie hast du es geschafft? Das allererste, was ich wirklich gemacht habe, auch aus dem Seminar raus, wo ich gekommen bin, ich habe mich wirklich hingesetzt und einfach mal die Augen zu machen, wie stellst du dein Leben dir vor? Wohin willst du? Was möchtest du? Und ich habe es mir visualisiert. Also ich habe mir meine Handtasche sozusagen voll gemacht mit den Dingen, die ich haben möchte. Und es hängt, also wenn ich jetzt den Laptop mit hochnehme ins Schlafzimmer, dieses Bild hängt auch noch. Also ich sehe jeden Tag, wenn ich aufstehe, wenn ich ins Schlafzimmer gehe, wenn ich ins Bett gehe und selbst meine Kinder gucken darauf. Und es ist auch witzig, wie wenn du entdeckst, wie diese Dinge sich wirklich erfüllen. Also du hast sie jeden Tag vor Augen und damals, und das ist auch eben diese Entwicklung, ich habe lange gebraucht, bis ich die Sachen abhaken konnte. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, ich brauche jetzt bald ein neues Bild. Hm. Ja? Und
Aber bis ich zu dem Punkt kam, dieses auch abzuhaken, es reicht nicht nur die Vision und dieses Bild. Sagen ja viele, du musst es dir vor Augen und tritradralala. Nein, du musst echt was dafür tun, weil von selbst kommt es nicht angeflogen. Ja? Und es ist auch dieses, du musst umsetzen, du brauchst einen Plan dazu. Und die Frage ist immer, wie komme ich da eigentlich hin? Und ich habe dann eben auch gemerkt, ich brauche es konkreter, ja, mir wirklich aufzuschreiben, was sind die Dinge, die dich hemmen? Was sind deine Energieräuber? Was gibt dir Energie? Was musst du dafür tun, um das zu ersetzen? Ja, dich dahin zu setzen und zu gucken, du musst da auch echt schonungslos ehrlich sein. Hm. Ja, also da auch zu sagen, zu sortieren, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Ja, also gewisse Dinge, die sind gegeben, das ist Familie, ja, wo du sagst, aber du kannst es einfach beschränken, ja, und dir auch Tools zu überlegen, wie gehe ich die Energieräuber eben auch an. Und das Thema ist ja eben, wir haben ja so dieses empathische und dieses gefühlsmäßige, obliegt vielen, nicht allen, ja, Frauen, und da einfach wirklich jemanden an der Seite zu haben, wo ich dann nicht schiebe, wo ich sage, jetzt mache ich es halt, ja, weil ich will jetzt keinen Ärger haben, ich will Harmonie und rosa-rote Wolke etc., was tut mir nicht gut, verdammt. Hm. Und das sind ja immer so kleine Punkte, die du da hast, aber Kleinvieh macht auch Mist, sagt man ja so schön. So, und das kostet mich Energie und bringt mich immer weiter von meinem Ziel. Und je regelmäßiger du reflektierst, je regelmäßiger du auch guckst, ist es auch noch richtig für mich? Und habe ich die Schritte ausprobiert? Nee, haben mir nichts gebracht. Ich schmeiße jetzt vom Bord und probiere was anderes. Ja? Wir Menschen sind ja so Gewohnheitstiere. Es dauert ja Ewigkeiten, bis wir da einfach was verändert haben. Ganz wenige schaffen das von alleine. Oder brauchen halt deswegen... Was ist der Grund? Was ist der Grund dafür? Was ist der Grund dafür, dass ganz wenige es alleine schaffen? Hm. Oder anders gefragt, warum schaffen es die anderen nicht? Es bedarf sehr viel Disziplin, Ausdauer und Wille. Und wenn du natürlich viele Einflüsse von außen hast, dann geht man gern den Weg des geringsten Widerstandes. Hm. Aber wenn du natürlich einen Punkt hast, ob es jetzt in der Woche ist oder alle 2 Wochen oder im Monat, wo du weißt, du hast jemanden, der wird dich fragen, wie ist es gelaufen. Also da willst du natürlich einen Schritt vorwärts gehen. Hm. Ja, da willst du. Also die Menschen, die zu mir kommen, ja, also natürlich gibt es auch welche, die sind mit Sicherheit resistent und sind einfach noch nicht so weit, ja. Aber das ist auch so ein Thema, wo wir miteinander gearbeitet haben, das werde ich nicht vergessen, wo du zu mir gesagt hast, also wenn du, ne, ich werde dir Hausaufgaben geben und wenn du sie nicht machst und ich weiß noch, ich habe gesagt, brauchst gar nicht weiterreden, ja, weil ich werde die tun, weil ich weiß, ich will ja vorankommen und das ist allein, ist was anderes, als wenn ich es mir alleine vornehme. Oder jemand leitet mich an. Hm. Oder ist für mich da. Oder ich weiß, demjenigen werde ich berichten, wie es gewesen ist. Ich glaube, das ist wichtig. Ne? Ich glaube, das ist wichtig, für sich selbst zu realisieren, worin bin ich halt gut, ne? Worin bin ich sehr stark, was fällt mir leicht. Und auch anzunehmen, Bereiche, wo du einfach für dich auch sagst, okay, ich merke gerade, das fällt mir eben nicht leicht. Ne? Ich merke gerade, dass da ist irgendwo was mich immer wieder zurückzieht. Ne? Und ich glaube, dann auch den Stolz mal zur Seite zu legen und sich zu sagen, okay, ich hole mir da jemanden ins Boot, der mir genau bei dem Bereich hilft. Ne? Also ich sage jetzt mal, im besten Fall sehe mich. Ja? Also ich glaube, ich habe alle meine Lebensbereiche so geil im Griff. Der einzige Lebensbereich, den ich nicht im Griff habe, ist das Thema Gesundheit. Ja? Also zur Ernährung. Warum? Weil ich so einer von denen bin, und das kennst du wahrscheinlich auch, und da glaube ich, hast du auch viele Frauen, die damit zu kämpfen haben. Wenn du das liebst, was du tust und in so einem Flow-Moment bist, ja, dann vergisst du zu trinken, dann vergisst du zu essen, dann bist du zu irgendwelchen Zeiten, wo der normale Mensch sagt, wie, da um die Uhrzeit kann man noch nichts essen, ja, und so weiter und so fort. Und ich habe einfach für mich gemerkt, aus eigener Kraft schaffe ich das nicht. Da kannst du der beste Mentalcoach sein im Universum, ja. Ich glaube, und das ist, glaube ich, wichtig, dann in dem Moment erstmal anzunehmen und zu sagen, okay, ich merke gerade, ich lege auf alles andere eine höhere Priorisierung, aber darauf nicht. Und im Moment tut es auch gerade nicht so weh, dass ich sagen muss, ich muss da irgendwie eine Prio drauflegen. Aber ich weiß, in den nächsten 10 Jahren könnte das dafür sorgen, dass eventuell alles zusammenbricht. Ja, also was mache ich? Ich hole mir einen Coach rein. Ich hole mir einen Coach rein, der, und du musst ja,
ich weiß nicht, wie du darüber denkst, ja. Ich sage ja, du musst ja nicht bis zum Lebensende einen Coach an der Seite haben, ja. Aber ich glaube, dass ein Coach Sinn macht, ein Trainer Sinn macht, gerade für die erste Phase, also gerade für den Anfang, um reinzukommen, um, ich sag mal, daraus eine Routine entwickelt haben, eine neue Gewohnheit zu schaffen, ja. Und das war für mich jetzt der Grund, warum ich mir den Personal Trainer reingeholt, den Coach reingeholt habe, wo ich mir im Nachgang echt sage, Alter, tut mir was habe ich getan? Wer tut alles weh? Aber ich merke, und das ist das, was du vorhin gesagt hast, du wirst echt von Stunde zu Stunde zu Stunde vitaler, ja. Du hast mehr Energie, obwohl die ersten Tage danach echt für den Arsch sind, aber danach hast du echt viel mehr Energie. Und du kommst in diese Routine rein, also in so eine Routine, dass du von dir aus merkst, hey, das fängt an Spaß zu machen, ne? Das fängt an Spaß zu machen und du merkst auf einmal so, hey, ich, oder wenn du es mal nicht machst oder verschieben musst, merkst du immer, wie es dir fehlt. Ne? Ja. Ich glaube, das ist wichtig, ne? Ich finde es mega, mega spannend, weil ich habe gerade in der Zusammenarbeit, gerade, also auch natürlich mit Männern, aber sehr, sehr stark gerade bei Frauen, merke ich, dass so drei Sachen immer wieder aufpoppen. Ich weiß nicht, wie die Erfahrung ist, die du gemacht hast damit. Und eventuell hast du vielleicht da sogar ein Rezept dafür, was Frauen da machen können. Oder wenn ich mit dir in die Arbeit gehe, was darf ich erwarten als Frau? Ja? Und ich habe für mich immer gemerkt, dass gerade so ich nenne es mal Umsetzungskiller, so das Thema ganz, ganz krass Selbstzweifel sind. Mhm. Also bei den Männern merke ich so, ach komm, scheiß drauf, ich mache einfach mal gucken, was dabei rumkommt. Ja? Bei den Frauen ist es echt so, dass ich immer wieder merke, dass sie sehr viel mit sich am Ringen sind, am Kämpfen sind. Ja? Kann ich das? Kriege ich das hin? Und so weiter und so fort. Das Zweite, was ich immer sehr, sehr stark merke, ist Überforderung. Also noch gar nicht mal losgelegt, fangen sie an, sich irgendwie, weiß ich nicht, die nächsten zehn nächsten Steps aufzubauen. Und während sie sich die nächsten 10 Steps aufbauen, haben sie nicht mal angefangen, den ersten Step zu machen, weil sie halt komplett überfordert sind und nicht wissen, was ist denn der erste richtige Schritt. Also ich habe gemerkt bei euch Mädels, ihr wollt alles von Anfang an richtig machen. Perfekt. Perfekt ist, glaube ich, echt das richtige Wort dafür. Ja. Ne? Und dann, das ist das, was ich extrem krass bei euch gemerkt habe. Also wie gesagt, da gibt es auch den einen oder anderen Mann, aber bewusst wahrgenommen ist es echt bei euch Mädels. Und das extrem krass ist so diese Ablehnung, also diese Angst vor der Ablehnung, diese Angst davor, nicht abliefern zu können, die Angst davor, was denken die anderen von mir, kann ich den Erwartungen erfüllen, ja? Mhm. Wie gehst du da rein? Also gerade so in diesem Bereich Ablehnung. Ich glaube, das ist so das Massivste, was mich immer wieder konfrontiert, ne? Also im Thema, also gerade in dem Training und wo es um Multitasking geht, gehen wir sehr in diese typischen Rollenbilder eben auch rein und das ist, wie sehr das eigentlich ein falsches Bild ist, auch von früher. Also eine Frau ganz, ganz früher, die hat ihr Kind neben an den Acker gestellt und an den Acker gearbeitet. Also da ging das alles, ja. Und wie wichtig da einfach die Selbstverständlichkeit und die eigene Einstellung auch ist. Manchmal braucht es einfach auch Vorreiter oder Reiterinnen, um gewisse Dinge einfach zu leben, wie sie leben und sich immer bewusst sein, was ist eigentlich jetzt wichtig, wenn mein Nachbar XY oder ich kenne auch das, also dieses Thema effektiv zu sein und effektiv für seine Ziele und Träume zu arbeiten. Das Schlimmste für mich war Thema Putzfrau. Okay. Wie, der Wiesewitsch kriegt es nicht mal auf die Reihe, ihren Haushalt auf die Reihe. Darum geht es doch gar nicht. Ja? Aber zu sagen, in der Zeit, wo hier mir jemand was abnimmt, kann ich viel effektiver in den anderen Dingen sein. Und es ist auch viel produktiver. Ja? Und dieses, ja, und manchmal, ich sage jetzt immer, gerade wenn solche Sprüche kommen, Neid muss man sich erarbeiten. Ja. Und du kriegst es so schnell aus einer Frau nicht raus. Also das ist so auch ein Punkt, wenn ich immer wieder mit meinem Mann im Gespräch bin, wo er auch sagt hat, ja, du bist jetzt gerade wieder an dem Punkt, was du deinen Mädels sagst. Ja, also sobald eine neue Herausforderung kommt, wirst du immer an dem Punkt stehen, dich neu zu formieren und dich zu fokussieren und auszublenden, was außenrum ist. So, und das ist alleine, wenn du so gestrickt bist, verdammt schwer. Da brauchst du jemand an der Seite. Ja, zu sagen, okay, ich blende es außenrum aus
woher kommt es? Also, und ich glaube, da hilft oft das Verständnis, woher kommt das? Ja, und auch gerade diese Einstellung, was denkt der jetzt über mich, etc. pp. Ja, bis du an den Punkt kommst, wo du sagst, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, leck mich, ist mir wurscht. Ja, das, was bei mir in meinen vier Wänden passiert, das ist für mich wichtig, das ist die Basis für alles andere. Und dann, dann flutscht das, ja. Aber an den Punkt kommst du nicht von alleine. Ja. Da kommst du nicht von alleine. Das ist, ja, also jeden Hut ab, der da einfach schon so weit ist, dass er da so gestärkt ist, also auch dieses Selbstbewusstsein hat. Und auch diese Stärke hat, aus diesen, die Ketten zu sprengen. Also ja. Und von daher, das Rezept ist wirklich zu sagen, fokussiere dich, schaff dir dein Umfeld auch wirklich so, die dich stärken und die dich da auch unterstützen. Mega. Weil anders, dir werden immer Steine vor den Füßen gelegt. Und das ist ja auch die Herausforderung. Und da kommen wir ja meistens gestärkt, also da kommen wir gestärkt wieder heraus. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wertvolle Sache. Du hast gerade in so einem, in einem Satz so durchgeklungen, dieses Neue, ne? Also dieses Neuerfinden. Also ich meine, ihr kennt ja meinen Satz, das Leben gibt dir nicht das, was du willst, das Leben gibt dir das, was du brauchst. Und die Frage ist, wie nimmst du es an? Ne? Nimmst du es als Freund oder siehst du es als Feind? Ne? Und ich glaube, jede Erfahrung, die wir sammeln, jeder Schicksalsschlag, den wir machen, der dient immer für etwas Größeres. Das kann vielleicht nicht morgen, nicht übermorgen sein und vielleicht sieht man es auch im ersten Moment nicht. Ja? Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wenn es vielleicht nicht in diesem Jahr zu einem großen Learning passt, es wird in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren irgendwas kommen, wo du sagst, danke lieber Gott, dass ich diese Erfahrung machen durfte, sammeln durfte, weil das hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich diese Herausforderung so meistern kann. Ja, anstatt dass mich das wirklich komplett wegtritt. Ne? Und ich glaube, das ist wichtig. Ne? Also, bist du manchmal auch in diesen Herausforderungen, je nachdem wie weit du schon da eben auch bist, wo du merkst so, hey, ich habe jetzt echt zu knabbern, aber ich merke schon, ich gehe ganz anders mit diesen Herausforderungen und registriere schon, was das Leben mir damit sagen möchte. Ja? Ja. Okay, ich nehme es an und dann gehst du mit dieser Situation anders um, aber das ist echt ein Prozess. Definitiv. Und ich glaube auch, egal welcher Schicksalsschlag dich ne, es muss ja nicht immer, also klar gibt es Schicksalsschläge, wo du denkst, und das Krasse ist ja immer dann, wenn wir das Wort Schicksalsschlag hören, ja, haben wir ja haben wir direkt schon den Anker, ja, mit das ist irgendwas Kacke, da ist irgendwas richtig, richtig Beschissenes gelaufen. Aber ein Schicksalsschlag kann ja auch sein, dass du den ja ausführst. Ja. Ja, und vielleicht ist der ja so geil, dass du denkst, fuck, ja, und das habe ich auch ab und zu mal, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich habe dieses Ergebnis, das Lori wäre so geil, wenn ich das erreiche. Dann erreichen sie das, also die haben es wirklich eingefahren und hocken so da und denken so, fuck, hätte ich gewusst, was da drum herum ist. Ach du Scheiße. Ja, und auch genau das kann ein Schicksalsschlag sein, weil auch hier lernst du auf einmal mit Situationen umzugehen. Obwohl du das wolltest, merkst du jetzt, oh, die eine Kirsche schmeckt süß auf der Torte und die andere ist vielleicht nicht so süß. Ja? Und das muss ich damit auch noch lernen, umzugehen. Ja? Und ich finde es mega, was du heute so dagelassen hast, weil ich glaube, dass wir, ich bin mir bewusst, dass wir viel mehr Frauen brauchen. Ja? Wir brauchen deswegen ja auch, denn ich habe ja extra dafür den Song Königin geschrieben, ja. Wir brauchen viel mehr Frauen, die Eier haben, ja, und die nach vorne gehen und die auch sich wirklich zeigen und auch in die Sichtbarkeit gehen und vor allem nicht Männer Mut machen, sondern den Frauen Mut machen, ja, wirklich zu sagen, ach, guck mal, die Sil geht ja diesen Weg. Also, sie geht ja den Weg. Sie macht das ja auch mega erfolgreich, ja. Ich will da auch ein Teil von sein oder ich möchte wissen, wie das Ganze funktioniert. Und wenn diese Frauen, die jetzt gerade hier zuschauen, ja, die sich gerade selbstständig machen oder selbstständig sind oder auch vielleicht sogar schon im Bereich des Unternehmertums sind und eben genau diese Herausforderung haben, dass das Business funktioniert, aber alles andere drumherum gerade komplett am Zusammenbrechen ist oder das Gefühl haben, es bricht gerade auseinander, oder vielleicht sogar auch einfach nur funktionieren, und die sagen sich, hey, ich würde gerne einfach mit dir in Kontakt treten, ich möchte gerne mehr von dir wissen, ich möchte gerne wissen, was bietest du so an, wie komme ich mit dir in Zusammenschluss? Hm.
wo darf man dich erleben? Wie kommt man mit dir in Verbindung? Oder wie kann ich mit dir in Verbindung kommen? Ja gut, über die Social Media im Moment auf jeden Fall, Facebook, Insta, meine Homepage ist jetzt, also ich denke mal, spätestens Mitte November, also das hat sich ein bisschen hingezogen, aber auch da einfach, da wird man dann genauer auch sehen, in Unternehmen und in öffentlichen Workshops, also da wird es jetzt Termine geben. Für im Februar bin ich in der Balz mit einer lieben Kollegin zusammen, wo es wirklich auch darum geht, so zum Jahresanfang, am 2. Februar in Landau. Und und dann die öffentlichen Seminare werden dann noch kommuniziert über Social Media. Und ansonsten, schreibt mir eine Message über Facebook und Co. Und, okay. Was ist so dein Kanal, wo du hauptsächlich unterwegs bist? Ich bin am aktivsten über Facebook und Insta auch. Ja, also es sind beides, wo ich im Moment beides bediene und einfach auch immer mal wieder in mein Leben einfach mit reinhole. Ich denke, das wird halt jetzt nach und nach, wird es jetzt auch mehr werden. Also es ist auch geplant, Videoaufzeichnungen zu machen jetzt von einzelnen Workshops. Das kommt jetzt im Herbst, Winter, was auch dann auf die Homepage kommt, um einfach auch mal so Sequenzen zu sehen aus den Workshops und Trainings. Und dass man da einfach ein bisschen mehr auch sieht. Also das ist ja das Thema Sichtbarkeit. Das ist umsetzen und Vollgas gehen. Das steht jetzt auf Programm. Das steht sehr geil. Ja, das cool. Ist Pflicht. Ja, mega. Dann setzen wir das genau so in die Shownotes. Das heißt, dass die Mädels, die sagen, hey, ich habe da Bock drauf, ich will mit dir arbeiten, mit dir in Kontakt treten, alles das dann unten in den Shownotes und dann könnt ihr euch direkt mit Sil in Verbindung bringen. Ich habe noch zwei beziehungsweise drei letzte Fragen an dich. Die gehen so ein bisschen raus aus diesem Business-Kontext. Ja? So die eine Frage, die mich persönlich immer so interessiert, ist vor allem, wenn du die Menschen im Bild siehst und dann so die Antworten, die kommen, wo du echt da hockst und denkst, so, what the fuck, hättest du echt nie gedacht. Okay. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte, ist, gab es in deiner Kindheit einen Musiker, eine Musikerin, vielleicht sogar eine Band, wo du sagst, die war so was von mega geil, die hat mich sogar geprägt? Wenn ja, warum? Musik, Band, oh. Ja, oder Musiker, eine Musikerin, ne? Also es muss nicht unbedingt eine Band sein. Oh mein Gott. Das wird jetzt echt peinlich. Also gerade gestern habe ich mit meinem Kollegen, als wir vom Training heimgefahren sind, gesagt, ich war schon als kleines Mädchen, ich war immer Elvis Presley-Fan. Wieso soll das peinlich sein? King of Rock? Ja, den habe ich geliebt ohne Ende und ich habe wirklich tatsächlich über ihn in der Hauptschule, ich glaube, das habe ich auch noch irgendwo, habe ich ein Referat gehalten. Da habe ich die Bücher gewälzt und die Musik und überhaupt, also liebe ich einfach. Ja, mega. Ja. Ey, das ist einer von denen, der die Musikwelt komplett verändert und revolutioniert hat, ja. Ja, auch wenn du überhaupt seine Geschichte auch kennst, also wie er als Aaron seinen Weg gemacht hat und gemeistert hat und so weiter und so fort, das ist, finde ich auch einfach beeindruckend, das ist eine geile Geschichte. Mega. Wenn du Speakers are Leaders hörst, mit was verbindest du das? Für mich ist es einfach ganz viel Herz. Echt sein und Herz. Also das ist für mich... also die ganze Community, die dahinter steckt und das ist auch das, was ich von allem, was ich so drumherum erlebe, das ist der große Unterschied. Echt sein, von Herzen geben und das ist eben auch der große Unterschied. Das macht den großen Unterschied, weil ich überzeugt bin von Herzen, wenn du das tust, was dich selber zum Brennen bringt, dann kannst du einfach unmöglich Großes bewegen. Und in der Zeit von Social Media und schnell und höher, schneller, weiter und tut es so gut. Ich bin auch da bin ich gerade selber dabei, alles, was so dieses höher, schneller, weiter, weg, das kostet nicht, das ist ein Energieräuber ohne Ende. Mhm. Ja.
Gehe deine Schritte und wenn sie langsam sind, ist auch okay, weil wie gesagt, das Leben kommt immer dazwischen. Und aber tu verdammt nochmal das, was dich erfüllt und was du von Herzen auch jemandem geben kannst. Mhm. Das bringe ich damit in Verbindung. Und so funktioniert, also so sind die Menschen da einfach auch, ja. Also das ist meine Erfahrung, dadurch kommen so viele Dinge ins Rollen, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Um eine sehr weise Frau zu zitieren, also meine Mama, die hat mal gesagt, es ist egal, wie schnell du läufst, Hauptsache ist, dass du anfängst zu laufen. Ja. Das in deinem Tempo, weil wenn du stehen bleibst, wirst du und dich 360 Grad drehst, wirst du immer die gleichen Türen, die gleichen Fenster, die gleichen Menschen sehen. Ja? Ja. Also wenn du in deinem Tempo läufst und das ist also wirklich da nicht nach rechts und links gucken, in deinem Tempo, du bewegst dich. Ja? Und du wirst morgen andere Türen, andere Fenster sehen. Übermorgen wirst du andere Menschen erleben. Übermorgen wirst du andere Fähigkeiten erlernen. Ja? Also beweg dich. Ja? Mach die Richtung klar und dann lauf los. Und ich glaube, das ist das, was glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, dass du das Ergebnis klar machst, ne? Dass du die Richtung klar machst, dass du für dich sagst, okay, in diese Richtung laufe ich und egal, was auf mich zukommt, ich nehme das auf, nehme es an, das, was ich behalten will, behalte ich und das, was ich nicht behalten will, lasse ich wieder los, aber ich bleibe in Bewegung. Ja? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Vor allem kein Opfer zu sein. Sei kein Opfer. Ja? Also dieses, tu selber, also komm in Bewegung und sag nicht, oh mein Gott, ist mir schon wieder passiert, sondern tu. Ja, mega geil, weil auch das nehme ich nur als Brücke. Ein Mentor hat mal zu mir gesagt, Lorenzo, mach deinen Erfolg niemals abhängig von anderen. Also was hat er damit gemeint? Gebe niemand anderen die Schuld dafür. Ja. Mach dein Ding, lauf durch. Ja? Und wenn du natürlich irgendwo Hilfe, Unterstützung brauchst, dann sei nicht so stolz zu fragen, sondern hol dir die Hilfe und die Unterstützung. Aber mach deinen Erfolg niemals abhängig davon. Also, mein Erfolg ist abhängig von der Sil. Wenn die Sil nicht mitmacht, dann funktioniert es nicht. Nein. Ja, mach dein Ding. Und wenn du Sil brauchst, weil sie dir ein Impulsgeber ist und weil sie, ne, deswegen weißt du noch damals bei uns im Mentoring, habe ich gesagt, wer trägt die Verantwortung? Ja. Immer derjenige, der ins Mentoring kommt. Diejenige, die ins Mentoring kommt. Ihr tragt die Verantwortung. Und ich glaube, das ist wichtig, ja, das wirklich nochmal für sich selbst klar zu machen. Das letzte Wort möchte ich dir geben hier in dieser Runde. Hast du ein Appell, ein Zitat, eine Aufforderung, whatever für die Jungs und Mädels, die hier gerade zuschauen? Und ja, bitteschön, it's your stage. Ja, also das, was ich euch einfach mitgeben möchte, gebt euch die Zeit, euch einfach wirklich am Tag hinzusetzen und reflektiert, was wollt ihr vom Leben? Und verdammt nochmal, macht euch den Plan und geht. Tut einfach. Und explizit für die Mädels in dieser Welt, ihr müsst nicht perfekt sein. Ja, und das ist auch das, was ich von dir mitgenommen habe. Auch wenn du auf einer Skala, ne, von 1 bis 10 bist und du bist die 5, dann wirst du alle die erreichen, die da drunter sind. Und das ist gut so. Und du musst dich einfach selber bewegen, um einfach auf der Skala voranzukommen. Scheiß drauf, du musst nicht die 10 sein, um was zu bewegen, um was zu tun, sondern wichtig ist, dass du gehst. Und das, das kann ich einfach echt nur weitergeben, egal was du bewegen möchtest, in welchem, ob das jetzt Richtung Business, Familie, wie auch immer, sondern es ist scheißegal, in welchem Bereich. Wichtig ist, du musst gehen, weil es wird sich nichts verändern. Wenn du immer das tust, was du immer getan hast, wird sich nichts verändern. Warum? Also, go for it. Und jetzt muss ich doch noch das letzte Wort haben. Denn ich glaube, eine Sache möchte ich am Ende noch sagen. Ich glaube, von all diesen ganzen vielen Menschen, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte, muss ich echt hier gerade so die Lanze für dich brechen. Ja? Weil Sil ist so ein Mensch, Freunde, also gerade für die Mädels unter euch, die sagen, ich brauch da jemanden, der mir echt... der mich an die Hand nimmt und mir einen Rahmen gibt, ja, in dem ich wirklich wachsen kann und in dem ich wirklich das Thema Familie und Passion in Einklang bekommen kann, ja, und auch wirklich so, dass es erfüllt und dass es die Menschen um mich herum erfüllt, dann breche ich hier die Lanze, weil ich sage, Sil ist eine mega Empfehlung. Also wenn ihr jemanden haben wollt an der Seite, die nicht nur labert, ja, sondern wirklich aus dem Herzen das tut und ganz, ganz im Vordergrund wirklich der Mensch steht, dann kann ich nur sagen,
schaut euch diese Frau an, besucht ihre Social-Media-Kanäle, nimmt Kontakt auf zu ihr, ja, weil ich kann, und vor allem schaut einfach das, was sie macht auf Social Media, weil es hat mit so viel Herz, so viel Familie, so viel Gemeinschaft zu tun, was er da erlebt. Und ich glaube, das kannst du nicht faken, ja, das ist real, das ist echt, das ist authentisch, das bist du. Ja, und daher strömt ihre Seminare, bucht sie als Coach. Da kann ich echt, das ist eine Herzensempfehlung, die ich hier rausbringen kann. Das war eine geile Zeit mit dir. Ich hatte echt richtig, richtig Spaß mit dir. Ja. Ich hoffe, und wir sehen uns ja immer wieder. Ne? Also es gibt immer, hast du ja gemerkt, es gab immer Bücher, immer wieder über die Füße gelaufen sind. Ja. Und daher, mein letztes Wort dazu. Schaut euch diese Frau an, die ist einfach nur Magie. Ja, Magie pur. In diesem Sinne, Dankeschön, dass du deine ganzen wertvollen Nuggets mit uns geteilt hast, deine Geschichte mit uns geteilt hast, dass du vor allem dich auf die Reise begeben hast, ja, und diese Mission angetreten bist, Mädels einfach stark zu machen. Und in diesem Sinne, Freunde, Dankeschön, dass du dabei warst, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn dir diese Folge gefallen hat mit der Sil, dann tu mir bitte einen ganz großen Gefallen. Teile es auf deinen Social-Media-Kanälen, bewerte diese Folge, abonniere die Kanäle, denn nur umso mehr Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden, umso mehr können wir dafür sorgen, dass dieser Planet wieder ein bisschen heilen darf. In diesem Sinne, ciao, ciao, ragazzi!